Wir nehmen jetzt erstmal hier die Quest in der Wildhammerfeste an. Beschafft die Waffen. Ordin Donnerfaust in der Wildhammerfeste möchte, dass sie ihm was Makatsradons Klebe und Morgorons Klebe bringt. Alter, was Namen. Eure Reisen sicher sein. Alter, was Namen. Müssen wir schon wieder dahinter. Haben diese noch all? Immer wegen einer Quest da hin und her fliegen. Was fehlt uns eigentlich hier noch? Geliehene Macht, Akamas Versprechen, Litanei der Verdammnis, Antidämonenwaffen. Also es könnte sein, dass das, was wir jetzt gerade machen, geliehene Macht ist. So, wen sollen wir hier killen? Ach, da ist Morgron. So, erster Hammer. Zweite ist irgendwo hier unten. Auf sehr fettsäge ist es nicht. Oder? Ne, den hatten wir doch vorhin erst. Nö, der ist es nicht. Makatsrad und Klebe. Gibt's eine Höhle? Ich gucke gerade hier so ein bisschen rum, ob hier unten irgendwo einer ist, der so heißt. Entschuldigung. Also, normalerweise müsste ich jetzt aufhören aufzunehmen. Ich habe nämlich Halsschmerzen ohne Ende. Aber ich wollte... Entschuldigung. Boah, schlimm. Aber ich wollte hier eigentlich komplett aufnehmen heute. Dass wir im Schattenmondtal fertig werden. Alter. Können wir hier irgendwas aktivieren? Warte mal. Okay, also hier steht jetzt nichts davon. Wie wir den kriegen können. Ah, da unten ist er doch. So, Quest auch beendet. Dann erstmal zurück zur Wildhammerfeste. Antidämonenwaffen. Könnte. Nicht sicher, aber könnte. Da kommt dann bestimmt noch eine Folgequest. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wie geht's? So. Das war's. Kein Erfolg. Sau. Hallo?
Ach, jetzt auf einmal. Ich bin ganz Ohr. Der Wanderschmied bringt den Kasten mit Barren zu David Wayne in Waynes Zuflucht in den Wäldern von Terrorca. Ich bin gerade etwas angepisst. Was die uns durch die Gegend schicken, ist nicht mehr normal. Ja, für Blizzard eigentlich schon. So, beenden. Von Distelköpfen und Eiern. Borak, Sohn des Oronok, bei der Brücke nördlich der Stätte der Mondfinsternis, möchte, dass er ein verfaultes Arkoa-Ei besorgt und es zu Tobias, dem Faulfraß, in Shadrath, nordwestlich der Wälder von Terrorca bringt. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Ey. Ah, da ist ein verfaultes Arakoa-Ei. Habe ich dazu irgendeine Frist? So, und zwar, wir machen jetzt einmal Ruhestein nach Dalaran. So, hier ab aufs Reittier. Hier in Dalaran gibt es ja kein Auktionshaus, weil wir machen jetzt das gleich mit dem Knotenhautleder mit dazu. Einmal nach Stormwind. So, wir dürfen das Portal nach Shadrath jetzt nicht benutzen. Wir müssen einmal gucken nach Knotenhautleder. Ja, das ist so ein bisschen grünlich-lilanes Leder, glaube ich, war das. Aber ich habe da... Ich gucke erstmal auf der Bank. Aber ich glaube, da war sowas nicht. Materiallager. Da nicht. Nein. 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 Also 10 Stück kaufen. Ja, ich weiß, wie es aussieht. Deswegen ging das so schnell jetzt. Und ich glaube, ich habe das auf einem anderen Server auf der Bank. So. Knoten. Haut, Leder. Da haben wir es doch. Ja, grün-orange. 10 Stück. Ja, komm. Nehmen wir hier die 10 Stück. Sofortkauf. 68 Gold. Alter Schwede. So, Hammer. Dann machen wir das jetzt so. Ich gehe jetzt erstmal nach Shadrath. Dann cutten wir die Aufnahme kurz. Erstmal will ich gucken, was es hier gibt. Eine legendäre Verabrechnung. Nee. Nee, Quatsch. Und Endzeit ist Red of the Lich King. Wollen wir jetzt gerade nicht machen. So. Wir nehmen jetzt das Portal nach Shadrath. Hier müssen wir irgendwo das abgeben. Da drüben. Im unteren Viertel.
So, da hast du das Ei. Ein Bündel. Hallo? Der hat so gerülpst, dass andere kotzen mussten. Was wollt ihr, Fremde? Ein Bündel von Blutdisteln. Bringt das Blutdistelbündel zurück zu Borak, Sohn des Oronok, bei der Brücke in der Nähe der Stätte der Mondfinsternis. Gut, und zwar läuft das jetzt folgendermaßen ab. Ich fliege jetzt offscreen in den Niedersturm. Wir müssen ja, Moment, ich will es kurz zeigen, wir müssen ja jetzt hier oben hin den Riesendino da killen. Und ja, dann killen wir den erstmal. Und dann fliegen wir zusammen. Ja, und dann überlegen wir uns, was wir machen. Dann bis gleich. Und da sind wir schon wieder. Ich bin jetzt bei der Sturmsäule angekommen. Wir fliegen jetzt mal da hoch in die Biokuppel Schlag mich tot. Ja, keine Ahnung, wie die hieß. Sind ja 1, 2, 3, 4 verschiedene Biokuppeln. Oder 5 sogar. Ne, 4 Stück waren es, glaube ich. Fernfeld, genau. So, und der Riesendino, der ist hier drüben irgendwo rumgetanzt. Da ist er. Und da haben wir den gehärteten Balk von Tyrantus. So, wie machen wir das jetzt? Ich will kurz mal was gucken. Ja, wir machen das jetzt etwas unkonventionell. Und zwar, wenn wir jetzt den Flugmeister aufsuchen würden, würden wir wieder komplett hier außen rum fliegen. Wir fliegen jetzt einmal querfeld ein. Ja, das geht. Hier zwischen, es ist ja keine Erschöpfungszone. Erschöpfung fängt erst hier außen an. Deswegen können wir einmal querfeld ein fliegen über die unendlichen Weiten oder wie es heißt. Genauso machen wir das jetzt. So, da können wir nämlich auch, wo müssen wir denn in den Wäldern von Terrorka hin? Hier ganz nach rechts. Gut. Da können wir nämlich erstmal dahin fliegen. Ich hoffe, der will nicht auch noch irgendwas. Darauf habe ich jetzt nämlich gar keine Lust. Ich will kurz mal, was gucken. So, 11 Minuten hatten wir gestern. Quatsch, eben. Weil es sind ja 2 Folgen zusammen, also 2 Aufnahmen zusammengeschnitten. Weil wir ja so hier runter geflogen, hier hochgeflogen sind offscreen. So, wir sind jetzt hier im wirbelnden Nether. Nicht unendliche Weiten. Wie komme ich denn auf unendliche Weiten? So, das heißt, wir sind hier so gesehen mitten im Nichts. Gut. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, ich würde sagen, wir fliegen dahin, geben die Quest ab, gucken, was der noch will. Wenn er jetzt noch irgendwas besorgt haben will, machen wir morgen weiter. Ansonsten machen wir auch so morgen weiter. Ja. Ich habe nämlich eben auch vergessen, was zu trinken zu holen.
Ich habe so einen rauen Hals schon wieder. Ich vergesse einfach während den ganzen Aufnahmesessions zu trinken. Was ist hier? Hier unten gibt es eine Quest. Die Scherbenwelt ist doof. Großknecht rasselt krass, möchte, dass sie ihm 6 Schredderteile besorgt. Wisst ihr was? Morgen geht's weiter. Ja, wir machen morgen erstmal die Quest hier. Die hatten wir ja schon mal angezeigt gekriegt. Und wenn wir schon hier drüber fliegen, können wir es auch schnell machen. Dann bis morgen.